Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal weitermachen. Wir wurden ja jetzt beauftragt, naja. Ich hasse Warten. In die Keller zu gehen. In die geheimen Keller. Eigentlich ist es weiter oben, aber ich finde meine Vorstellung mit Keller schöner. So. Das Rotizid, um den Neuroamp fertigzustellen. Ich habe nur Angst, dass die ganze Station ausgelöscht wurde. Keine Sorge. Wir gehen der Sache nach und finden die Lieferung. Schön, dich mal im Büro zu sehen. Gut, du bist da. Wir brauchen einen Plan, um die Kontrolle über diese Situation mit Infinity LTD zu übernehmen. Sag mir, was zu tun ist. Ich bin zu allem bereit. Das kommt noch. Wir wissen nicht, ob Infinity die Neuroamp-Baupläne schon kennt. Wir müssen also zuerst einmal unser Produkt fertigstellen. Ich stelle dich Vina Kalra vor, unserem Head of Research and Development. Sie weiht dich in die Details ein. Ja, Details. Der interne Neuroamp soll nämlich aus zwei Teilen bestehen. Der erste, von Infinity gestohlene Teil, ist für die manipulativen Effekte zuständig. Der zweite Teil ist eine Schildmodifikation, die den Nutzer vor anderen Neuroamp-Nutzern beschützt. Ziemlich clever. Die getrennt zu vermarkten, wäre unsinnig, nicht gleich alles zu verkaufen. Oh ja, das Marketing und die Finanzabteilung haben darauf bestanden. Man will sich ja vor dem eigenen Produkt schützen. Sobald Vina den internen Neuroamp und die Schildmod fertigstellt, wirst du mit beidem ausgerüstet und infiltrierst Infinity LTD. Wir dürfen den Einsatz nicht riskieren, bis dein Verstand ausreichend geschützt ist. An deiner Stelle würde ich das Gerät nicht in meinem Kopf wollen, aber es ist deine Wahl. Jetzt bist du nicht mehr so zuversichtlich wegen Wissenschaft und wir müssten mehr Vertrauen in die Wissenschaftler haben. Wird Zeit, dass wir diese neue Technologie ausprobieren. Gut. Schön, dass du das als Gelegenheit siehst. Und ich liebe freiwillige Versuchspersonen. Jetzt fehlt nur noch die wichtigste Zutat. Das letzte Problem bei beiden Designs war die Suche nach kompatiblen Leitmaterialien, die der menschliche Körper nicht abstößt. Ich habe endlich die perfekte Legierung, brauche dazu aber ein neu entdecktes, raffiniertes Element namens Rotizid. Und da komme ich ins Spiel. Wir haben einen Geheimvertrag mit Consolidated Mining, um das Rotizid abzubauen, zu verarbeiten und uns zu liefern. Die letzte Lieferung ist verspätet und weder wir noch Consolidated Mining haben etwas von der Carinae Station gehört. Lasst mich raten, das ist vermutlich kein Kommunikationsproblem? Korrekt. Bisher kamen die Meldungen regelmäßig. Der letzte Stand war, dass die Lieferung früher kommt. Du musst hinfliegen, die Lieferung sichern und sie herbringen, damit Vina ihren Prototypen fertigstellen kann. Und ich will wissen, was passiert ist. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, damit es nie wieder passiert. Ihr habt keine Ahnung, was ich dort rausfinden werde. Genau deshalb schicken wir dich. Die Mining Station heißt CM Station RC-1. Sie liegt auf einem Mond namens Carinae 3a im Carinae-System. Die Lieferung sollte im Forschungs- und Kontrollturm sein, aber die Außentüren sind verriegelt. Mit dieser Schlüsselkarte kommst du in die Minen und von dort aus in den Turm hinein. Viel Glück. Na dann, begeben wir uns mal gleich hin. So, Mission, zack. Einmal kurz rüberflitzen. Und let's go. Einmal hingesprungen. Also, Captain, wo soll... Besuche alle Sternsysteme. Okay. Gut, gerade 7 Errungenschaft gekriegt. Ja. Jetzt erst? Ich dachte, ich hatte schon... Aber hier waren wir doch schon mal. Nee, das ist ja jedes Mal irgendwo anders. Oder? Ist das jetzt das, was mir noch gefehlt hat? Ich habe keine Ahnung. Wenn Steam das sagt, dann wird Steam auch schon recht haben. Landeplatz reicht aus. Wir bringen das Schiff runter. So. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Derzeit noch nicht, Vasco. Derzeit noch nicht.
So, ich weiß gar nicht mehr. Hier war doch eigentlich auch ordentlich Spacer und ähnliches, ja? Sei ich doch. Bedrohung. Ekliptik zählt für mich jetzt auch mal als Spacer. Das nehmen wir noch mal mit. Das nehmen wir uns auch noch mal mit. Da fände ich mal wieder in dem Taschen. Labor wurden wohl Mineralien analysiert. Und die ursprünglichen Besitzer wurden offenbar bei ihrer Arbeit gestört. Na, jetzt erstmal gucken hier. Wo der Rest ist. Irgendjemand schießt hier. Aha. Bin fast am Ende. Ziel erfasst. Na, hier hänge ich ein bisschen fest. Ich erwischt. Bin alles okay? Du hast dir doch schon fertig gemacht. Scheinbar. Den Ärmsten. Kam nicht schnell genug runter. Stellung halten. Na dann haltet mal die Stellung. Ich komme ganz sachte und langsam. Kontakt verloren. Ne, ist doch besser so. Mach ich mir Schaden. Hast du Sichtkontakt? Nee, noch nicht. Noch nicht. Feind ist weg. Ihr seid hier drinnen, ne? Oh, verdammt kalt hier. Ich brauche nachher einen heißen Kaffee. Aber einen glühend heißen. Wie kalt ist das denn hier? Ja, minus 77 Grad. Das ist auszuhalten. Grad so auszuhalten. Was zum... Na, der hat mich ja schneller gesehen, als ich gucken konnte und ich kam da jetzt nicht rum. Komm. Was da einmal durchsiebt und dann ist gut. So, aber ich werde mir mal kurz nochmal einen Tee reindrücken. Ein Tee in Ehren gibt mir EP. Das kann mir keiner verwehren. Jetzt bringen wir es zu Ende. Naja. Ich erstmal den mit. Kein Sichtkontakt mehr. Verluste! Nehmt es mal los. Ach Mensch. Schiebt die mich wieder ins offene Feld rein? Das geht doch nicht. Die macht schon ein bisschen Aua. Halte nicht viel länger durch. Ich kann nicht sehen. Noch nicht erledigt. Sie auch nicht mehr. Aber irgendjemand hat ja noch einen Granatwerfer. So, erstmal alles mitnehmen. Anstacheln des Killers, modern Beowulf. Ja, Ich glaube nicht, dass mir das jetzt doll was helfen wird. Wir gehen einfach erstmal weiter. Draußen ist auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, das war der, der oben im Turm eingesperrt war, ne? Na, mal gucken. Kontakt. Mit Stufe 5 hast du mich so schnell gesehen. Das war's. So. Weißt du noch, sind noch welche? Nee, ich zeig du. Du kannst um die Ecke kommen. Na los, komm.
Ich sehe dich. Dann gehen wir ganz langsam. Jetzt ist er natürlich so verreckt, dass ich nicht ihm den Finisher geben kann. Jetzt so. Schlimm mit denen hier. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Geld ist dabei, Geld ist dabei. Geld ist immer praktisch. So, im Waffenkoffer ist natürlich nichts. Ne? Warum? Na, ich habe wieder beim Sortieren, habe ich wieder meinen Cutter weggelegt. Das ist natürlich immer wieder super. Bloß weil ich ihn nicht als Favoritengegenstand beihaben möchte. Na, ja, einer. Nummer zwei. Wir bleiben in den Schatten. Wir bleiben in den Schatten verborgen. Perimeter absuchen. Na komm, einmal habe ich dich getroffen. Man sieht ihn zwar, aber komm nicht richtig ran. Warte. Hast du das gehört? Ich habe seine Position erledigt. Oh, bin getroffen. Warum springst du denn da auch einfach so eiskalt runter? Kriegst das Ding weg. Das sieht verkehrt aus, Sarah. Dann mal los. Na komm schon. Irgendwo von da unten werden wir auch noch beschossen. Sarah, das sieht so verkehrt aus, was du da machst. Sichtkontakt halten. Ich laufe erstmal hier an der Seite weiter. Da! 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 So. Du bist lächerlich. Was zum... Schön die Muni sparen. Die gute. So. Ja. Wird immer weniger. Habe Sicherheit. Erledigt den Feind. Na, hat nicht ganz gereicht. Das hörte sich nicht gut an. Gut. Brauche Augen auf dem Ziel. Nehmen wir erstmal den hier. Na komm, ich nehm nochmal eins. Schaltet das Ziel aus. Ja, das hättest du gebrauchen können. Das gute Unterstützungsfeuer. Wiederladend, modernen Grendel, So, dich nehmen wir auch aus. Hat mich schon wieder irgendjemand mit Teilchenkanone getroffen, oder? Erledigen wir Ziel verloren. Sucht es. Verteidigungsformation. Na, wo ist die Verteidigungsformation?
Kontakt verloren. Genau, Kontakt verloren. So sehe ich das auch. So, jetzt wollen wir erstmal gucken hier. Dass wir uns hier mal ein bisschen was in die Tasche schieben. Will auch nochmal hinten zurückgehen. Alles ein bisschen Kleingeld und so. Aber die ersten haben wir eigentlich relativ gut weggekriegt. So, und dann einmal hier runter. Mein Geld mitnehmen. Gut, jetzt hätte ich auch einen Cutter, aber brauche ich den jetzt wirklich? Ah, Space Trucker, Holster, nee. So der richtige Krass-Loot, der mich jetzt so krass überzeugt, der kommt halt einfach nicht. Also ein, zwei Energiewaffen hätte ich schon noch gerne. Mal in anständig legendär. Am besten nicht sowas wie Berserker oder Schlagen drauf. Da fühlt man sich dann eher so, weiß ich nicht. Nicht so meins. So, Licht wieder ausmachen. Hier oben war ja jetzt sonst nichts weiter, ne? Na, kommst du rum? Da ist irgendwas. Ah, ein Balken habe ich dich schon mal gekostet. Attacke! Na gut. Den zweiten wollte er mich haben. Das sind sogar zwei. Ach du Heiliger. Feuer frei. Mission gescheitert. Mama Boden. Das sind sogar zwei. Ich dachte, das wäre nur einer. Das wird böse für dich enden. Yep, wird es. Und was haben wir hier? Raserei. Und ein Weltraumexpertenmesser. Naja gut, das Messerchen ist jetzt nicht so das Ding, aber schwere Waffe. In wunderschön gelb. Mögen tue ich die eigentlich auch ganz gut. Was haben wir denn? Schlagend. Also Raserei ist okay, aber verkrüppelnd okay, kann man auch noch so hinnehmen. Aber warum schlagend? Ah, schlagend ist halt echt nicht so meins. Also, ja klar, man geht ab und zu mal hin, wenn es mal mit drauf ist, ist okay, aber... Du trägst so viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, nicht jetzt, nicht jetzt. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber na gut. Wir sind eh noch nicht auf schwere Waffen. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, welches war das? Gesendeter Notfall. Ne, davon war es gar nichts. Lieferung. Klinik geliefert. Hier ist es storniert. Lies den Vertrag. Ja, dann lesen wir nochmal schnell den Vertrag. Halt. Vertragsanweisung. Denn es geht jetzt nämlich auf zur Klinik wieder. Könnten wir eigentlich auch nochmal verkaufen. Hier haben wir nochmal einen Anzug. Ah, schade, leider nichts für Verbesserung für uns mit dazu gekriegt. So, hier hatte ich schon alles soweit leer. Da können wir jetzt eigentlich schon direkt
zum Schiff nochmal ein Drümpeln und ich muss mal gucken, wo mein Cutter ist. Ich habe ihn zwar extra gefärbt sogar, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das schützt ihn halt nicht vor Verkaufen. Ja? Ist halt so ein bisschen ärgerlich. So, stehen wir erstmal auf. Mal kurz ein bisschen Entrümpelung machen. Soll ja nicht lange dauern. So, ja, die 6 Cutter, die kommen natürlich jetzt wieder hier rein. Ah, anstachelnd. Ist eigentlich okay, wenn wir das Ding auf Einzelschuss lassen. Ist auch schon auf einer modernen Version, ja. Aber nee, komm. Hauen wir weg. So, die ganzen modernen Waffen hier, die können jetzt auch nochmal hier rein. Legen wir auch mit ab. So, Weltraumexperte, naja, ist nicht so. Und hier haben wir natürlich, wiederladend. Explosive Munition. Ab und zu mal verschießen. Ist auch schon auf moderner Version, aber komm, ich mach's weg. Ich bin soweit mit meinen Waffen derzeit, auch wenn sie jetzt größtenteils nur blau sind, immer noch sehr zufrieden. So, die ganzen Helme. Die brauche ich nicht. Die ganze Kleidung hier. Brauche ich auch nicht. Werfbare Items auch nicht. Rucksäcke. Ja. Höchstens für Skin. Und sonst auch eher nur für Kohle. So, Ressourcen können wir auch reinschmeißen. Dann haben wir hier noch Sonstiges. Hab mich ja heute arg zurückgehalten hier. Aber sehr arg. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Waffen. Da müsste ja jetzt mein Cutter dazwischen sein, ne? Mein Cutter ist aber nicht dazwischen. Den habe ich also schon wieder irgendwo verkauft. Es ist immer so dieses wahnsinnige, ich verkaufe gleich Hallöchen, alles. Puppürchen. Aber ist nicht das Problem? Wir gehen einmal hier in Mank der Waffenbank. Und ich fertige mir einen neuen Cutter an. Weil mehr als ein Skin kann man ja leider nicht drauf machen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Weil es eigentlich die Waffe schlechthin ist. Gut, wir könnten zwar eine Stärke nochmal verstärken, indem man jetzt zum Beispiel Laser haben wir ja schon soweit halbwegs ausgebaut, ja. Aber schwere Waffe zählt es ja trotzdem. Dass man das dann nochmal hochsetzt, aber naja, gut, gucken wir mal. So. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel Staub im Lager liegen. Ja, schlimm. Denn auf zur Klinik. Dreh- und Wendepunkt des Universums. So ungefähr. Also, er fliegt viel zur Klinik. Sogar sehr, sehr viel. Und er hat schon wieder meine Energieeigenschaften ein wenig umgeändert. Das soll doch nicht. Wir müssen sowieso mal gucken, dass wir demnächst Bewaffnung und Co. hier auch mal wieder aufs Maximum bringen. Schön angedockt, Captain. So, einmal einsteigen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's Hallo, los. Captain. Dann wollen wir doch mal gucken, wenn's jetzt losgeht. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Nur Personal. Ich muss dringend dort rein. Mhm, ganz bestimmt. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Das führt doch zu nichts. Wow. Sorry, ich will auch keinen Ärger machen. Ich will einfach nur durchsprechen. Ich möchte dir ja helfen, aber... Wir finden bestimmt eine Lösung. Schön, dass du meine Situation verstehst. Checkst du nicht, dass wir hier beide auf derselben Seite stehen? Klingt bei näherer Betrachtung gar nicht so unvernünftig. Schön, du bekommst eine Zugangskarte. Hoffentlich regelt Infinity das.
Also, warum nicht gleich so? Warum muss man da immer erst ein bisschen hinterher sein? John, ich will das nicht nochmal durchkauen. Ich bin müde, okay? Heute mal nicht. Hey, wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Ich habe Erfahrung mit Koma-Patienten. Wenn du mir sagst, was los war, kann ich vielleicht helfen. Okay, ich sag's dir. Wir haben einen Vertrag mit Infinity Ltd. für irgendetwas, das sie Dominion-Projekt nennen. Dr. Lane und ich sollten Versuche bei mehreren Freiwilligen durchführen. Bislang hat nur ein Patient überlebt. Wenn du einen einzigen Überlebenden hast, war dein Projekt doch noch nicht bereit für den Praxistest. Das ist wohl wahr. Als Infinity uns eingestellt hat, hieß es, die Genehmigung für Studien an Menschen wäre schon im Gange und würde in ein paar Tagen vorliegen. Aber es kam nichts. Wenn wir fragten, sollte es immer nur noch ein paar Tage dauern. Aber wir machten weiter. Bei dem Geld und dem möglichen Erfolg war es einfach, sich zu sagen, dass das schon irgendwann kommt. Sean? Was zur Hölle ist hier los? Wer ist das? Ich werde die Klinik und Infinity Ltd. dafür in der Öffentlichkeit bloßstellen. Das ist eine Forschungsanlage. Hier wird geforscht. Wir brauchen nur mehr Zeit und mehr Experimente. Sean hat die Wahrheit gesagt. Wir dachten, die Genehmigung würde jeden Tag kommen. Also haben wir weitergemacht. Als wir es langsam kapiert haben, war es schon zu spät. Wir haben zu tief in der Lüge mit drin gesteckt. Meine Güte, das ist doch lächerlich. Wir reden hier von Menschenleben, nicht von abstrakten Datenpunkten auf einer Slate. Übel. Viel Spaß im Knast. Ich finde, du dramatisierst das ein wenig zu sehr. Nein, er hat recht, Ken. Wir haben das verdient, nachdem wir bei diesem Mist mitgemacht haben. Wie oft haben wir darüber geredet, zu gehen oder die Arbeit zu verweigern? 9 Menschen sind schon gestorben und vielleicht werden es 10. Infinity hat uns belogen, aber auch so gut bezahlt, dass wir nichts getan haben. Du lässt einen wildfremden Menschen unsere Karriere ruinieren? Ja, und du wirst das zulassen. Nur zu, hol dir die Informationen, die du brauchst, um dem hier und Infinity ein Ende zu bereiten. Dr. Lane wird kooperativ bleiben. Okay, wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Dann nehmen wir einmal das mit. Und dann war's das auch schon hier. Manchmal einfach mit der Tür ins Haus fallen. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptikpisser triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gern als Außenpost. Ja, das kennen wir schon, So, hier können wir auch nochmal verkaufen. Machen wir doch mal. Wir haben hier noch mal ein bisschen was Werfbares. Wir haben ein bisschen was Sonstiges. Auch wenn es jetzt nicht viel ist. Aber schon mal wieder runterverkaufen. Wir haben noch Kleidung. Wir haben noch Helme. Na, spätestens bei... Ja, komm. Darfst du auch haben, den Helm. So. Und wieder ein bisschen Geld gemacht. Ich mag das so nebenbei. Einfach mal ein bisschen Kohle machen. Für unseren Kohlenstand ist das richtig gut. Und wir sind frei. Wie sie es hier hört. So, dann einmal... Hoppala. Na. Da war wieder Wurstfinger dazwischen. Zurück nach Neon. So, denn Attacke. Ranger? Wir haben das Material. Das heißt, jetzt müsste es, glaube ich, mit dem Einpflanzen losgehen, ne? Bin ja mal gespannt.
ob uns das jetzt noch verbessert oder nicht. Wäre ganz cool. Werden Rang gespart. Hoffentlich hast du genug zu tun. Ist das endlich meine Lieferung? Du hattest wohl recht, Masako. Hoffentlich alles da wie ausgewiesen. Sieht so aus. Das sollte mehr als genug sein. So, ich verabschiede mich. Ich muss den Prototypen finalisieren. Hallo. Was hast du über CM Station RC1 erfahren? Infinity hat Ekliptik-Söldner angeheuert, um die Lieferung zu beschaffen. Wenn Lucas die anheuert, um ans Rotizid zu kommen, muss er verzweifelt sein. Gab es Überlebende? Nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass Ekliptik mit Blut bezahlt hat. Gut, ich will Mord nicht gutheißen, aber mit rücksichtslosen Killern wie Ekliptik habe ich kein Mitleid. Erst recht nicht nach dem Massaker an unschuldigen Angestellten. Mir wurde berichtet, dass du in der Klinik gesehen wurdest. Hast du die Lieferung dorthin zurückverfolgt? Ja, Infinity Ltd. hat einen privaten Vertrag mit der Klinik über einen Sicherheitsflügel. Ich dachte mir, dass das zusammenhängt. Hast du herausgefunden, wozu der Sicherheitsflügel dient? Infinity Ltd. hat illegal an Menschen experimentiert, um ihren internen Neuroamp zu perfektionieren. Tja, offenbar greift Lucas zu immer verzweifelteren Maßnahmen, um seine Zukunft als CEO zu sichern. Zum Teufel mit Unternehmen und Geschäftsführenden und Profitspannen. Menschen sind gestorben und du zeigst keinen Funken Reue. Ich werde Yukos Team möglichst viele Informationen zu dieser Sache aus der Datenbank der Klinik ziehen lassen. Lucas hat Ekliptik angeheuert und nicht genehmigte Tests an Menschen durchgeführt. Das ist sein Ende. Und nachdem das Rotizid gesichert ist, können wir bald in Aktion treten. Lass uns loslegen. Geh in die Chefetage und rede mit Dalton. Er hat Neuigkeiten zur Identität des Maulwurfs. Ich habe ein Meeting einberufen und erwarte deine Teilnahme. Wir müssen die Endphase in Gang setzen. Schön, dich wiederzusehen. Ja, jetzt kommt langsam die Endphase. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ich bin noch nicht in den Sperrzonen. Ich bin im Fahrstuhl. Na gut, Dalton. Was hast du denn jetzt Schönes für uns? Gut, du bist pünktlich. Ich habe die Beweise alle noch einmal gründlich analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Ularu ist der Maulwurf. Ich dachte mir schon, dass Imogen unschuldig ist. Die Arme. Ich wusste, dass Imogen unschuldig war. Ja. Du hast richtig entschieden. Ich habe Masako gebrieft und ihr weiteres Vorgehen besprochen. Wir sind uns einig, dass Ularu schuldig ist, brauchen aber klare Beweise, bevor wir den Vorstand informieren. Vorerst lassen wir alle glauben, dass Imogen der Maulwurf war und die Situation geklärt ist. Wurde Imogens Name nicht schon genug durch den Dreck gezogen? Dieser Unsinn muss langsam ein Ende haben. Wir tun, als wäre Imogen der Maulwurf, damit Ularu nicht misstrauisch wird. Geht klar. Gut. Ularu im Dunkeln zu lassen, ist absolut entscheidend. Masako hat Ularu beauftragt, das Programm zum Sturz von Infinity Ltd. zu schreiben. Wir glauben, dass sie die Gelegenheit nutzt, Masako innerhalb des Programms zu belasten. Das dürfte uns die nötigen Beweise liefern. Du wirst mit der Mission beauftragt, Infinity zu infiltrieren. Bevor du also gehst, bring mir bitte das Programm. Ich gebe dir Ularus Programm dann weiter. Keine Chance, dass sie auch noch Masako hereinlegt. Gut. Sobald Ularu denkt, dass sie jeden Verdacht von sich abgelenkt hat, ist sie sicher kühn genug, um etwas in dem Programm zu verstecken, das sie schreibt. Also, gehen wir zu dem Meeting. Na denn. Lassen wir uns mal briefen.
Wir sind heute hier, um über einen Sicherheitsverstoß zu informieren. Wir haben einen Maulwurf enttarnt, der Informationen zum Dominion-Projekt an Infinity Ltd. geleakt hat. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Bitte sagt nicht, dass es Vina ist. Sie ist ja verdächtigerweise abwesend. Bevor weiter spekuliert wird. Nein, es ist nicht Vina. Die Schuldige ist Imogen Salso, zu meiner großen Enttäuschung. Unser Agent hier hat Beweise dafür gesammelt. Ja, Imogen hat gestanden, im Auftrag von Infinity Ltd. gehandelt zu haben. Dalton, wie kann so etwas passieren? Imogen ist extrem gut ausgebildet, wie Ularu bezeugen kann. Wir fordern die Besten. Das hat aber seine Gefahren. Ich habe zwar gut ausgebildete Agents, aber für die Sicherheit bist du zuständig, Dalton. Das ist ein schweres Versagen deinerseits. Ich übernehme die Verantwortung, aber vergessen wir bitte nicht, dass der Maulwurf bereits eliminiert ist. Natürlich. Dank eines weiteren meiner Agents. Wir können Dalton nicht die Schuld dafür geben. Denkst du? Imogen ist Geschichte. Dieses Gezänk ist zwecklos. Mich kümmert nur, wie wir unser Eigentum zurückerlangen und wie viel Geld das uns kostet. Vina stellt gerade den Prototypen für den internen Neuroamp fertig. Unser Agent erhält das Implantat, infiltriert Infinity Ltd. und stellt sämtliche Forschung sicher. Ich weiß aus guter Quelle, dass ihre Experimente zum Nachbau der fehlenden Teile unserer Arbeit mehrere Menschenleben gefordert haben. Infinity Ltd. hat in der Klinik illegale Versuche an Menschen durchgeführt. Ihre Rechtsabteilung muss mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir die Beweise David von SNN geben. Das ist die beste neutrale Methode, die Informationen öffentlich zu machen. Das wäre mir eine Hilfe. Gut, dann David. Asako, der interne Neuroamp ist bereit, wenn du die Versuchsperson schicken willst. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Oh, ich bin bereit, im Gegensatz zu allen anderen. Vina wartet im Neuroamp-Labor in der F&E-Abteilung auf dich. Wenn du fertig bist, komm in mein Büro. Dann besprechen wir die Details zu deinem nächsten Einsatz. Na gut, denn wir kriegen jetzt ein Neuroamp. Dim-di-dim. Auf der Chefetage hat Ryujin keine Kosten. So, dann wollen wir mal wieder in die F&E. Achtung, kriminelle Aktivität. Ist wirklich alles okay? Du warst so schnell weg. Ich bin ein klein wenig eifersüchtig auf Ryujins wunderschöne Design. Es ist einfach widerwärtig, dass Neuroamps Menschen gegen ihren Willen kontrollieren und manipulieren können. Sie sollten verboten werden. Wir sind medizinische Eingriffe ohne menschliche Überwachung nicht gestattet. Ha, da ist ja unser Glückspilz. Bist du bereit, eine unglaubliche Reise anzutreten? Ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein. Ja, ich mag kooperative Versuchspersonen. Erst gehen wir ein paar Details durch. Du kommst natürlich unter Narkose. Ich werde einen kleinen Schnitt am Hinterkopf machen, wo der interne Neuroamp eingepasst wird. Die ganze Operation dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Danach bist du fast sofort wieder fit. Falls DeMarcus alles richtig eingegeben hat, versteht sich. Ich sage doch, ich habe alles 4-mal überprüft. Hey, ich ärgere dich nur, weißt du doch. Außerdem muss ich meine Versuchsperson beruhigen. Es wird bestimmt alles glatt gehen. Natürlich. Wie viele Doktortitel haben wir beide zusammen? 5? 6. Aber wen interessiert das? Ich sage nur, dass du in guten Händen bist. Also leg dich einfach auf den Tisch, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich mache mir Sorgen, weißt du? Ich weiß, was ich tue, Sarah. Achtung, diese Einheit ist für die Behandlung psychischer Probleme ungeeignet. Alles klar, dann kann die Party ja steigen.
Endlich aufgewacht, Schlafmütze? Die Operation war ein Erfolg, offensichtlich. Wenn du wieder ganz da bist, sag Bescheid, wie es dir geht. Ein oberflächlicher Scan ihrer Vitalfunktionen zeigt, dass sie aktuell am Leben sind. Aktuell am Leben sind, ja. So, ich sollte mal kurz meinen Anzug wenigstens wieder anziehen. Ich fühle mich so nackig hier. Also, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Mir geht's gut. Scheint alles wie immer zu sein. Genauso soll das auch sein. Ein paar Hinweise, bevor du den internen Neuroend nutzt. Erstens, du kannst immer nur eine Person beeinflussen. Und zweitens hält der Effekt nur kurze Zeit an. Bedenke das in einer Kampfsituation. Verstanden. Toll. Dann testen wir das Baby doch gleich mal. DeMarcus stellt sich als Versuchsperson bereit. Alles klar. Dann mal sehen, was dieser interne Neuroamp drauf hat. Gute Einstellung. DeMarcus ist gerne hautnah involviert und erlebt die Dinge selbst. Deswegen ist er hier wohl die Nummer 2 bei den Publikationen. Nach mir. Geh einfach über die Treppe aufs Observationsdeck. Ja, und jetzt will ich aber mal gucken. Tatsache, wir haben Rang 2 gekriegt. Ah, ist das cool. Ich mag sowas. So. Das heißt, nach 4 Mal sind wir sowieso damit einmal durch. Aber machen wir erstmal. So, ja, drücke Scanner und so. Ich denke mal, das sollten wir gerade so hinkriegen. Ne? Nimm mal die Karte. Ne? Oh, klappt das jetzt nicht? Aktivieren. Entsperren. Einerseits bin ich von der Technologie fasziniert. Andererseits will ich mir gar nicht ausmalen, was in den falschen Händen damit passieren könnte. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so hin und her gerissen. Ja, Mann, gut, dass ich die Technologie habe. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen, damit ich das jetzt auflevel? Achso, gegen 25 verschiedene Personen ein bisschen manipulieren ein. Was erforscht und entwickelt? Oh mein Gott, das war unglaublich. Das habe ich mich schon wie immer gefragt. Wow, wie soll ich das beschreiben? Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Es war irgendwie ganz natürlich. Und ja, wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben. Und du schuldest mir 100 Credits. Ich beobachte mich jetzt rund um die Uhr. Bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Na denn? Also erzähl, wie hat es sich angefühlt? Gab es Nebenwirkungen? Ich habe rein gar nichts gespürt. Ja, gut. Hast du das gehört, Markus? 2 von 2. Ja, ich hab's gehört. Es war faszinierend. Ich habe mich nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Sehe ich auch so. Das öffnet so viele neue Möglichkeiten. Ganz besonders, was deinen Job angeht, ja. Außerdem hat man nicht komplette Kontrolle. Sind die Moralvorstellungen oder Überzeugungen eines Subjekts stark genug, gibt das Fehlerstellen. Allerdings war es äußerst interessant, welche Aktionen unsere Subjekte sich selbst gegenüber rechtfertigen. Okay. Ich würde gern den ganzen Tag über das Potenzial meiner genialen Erfindung plaudern, aber Masako will dich sehen. Du hast offenbar eine Mission zu erledigen und DeMarcus und ich müssen unsere Berichte schreiben. Okay, na denn, einmal wieder.
zu Masako. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Ich hab dich im Blick. Ja, ihr lasst einfach so eine Beowulf hier rumliegen. Also, schlimm, schlimm, schlimm. Das war die, bestimmt die, unsere werte Sarah, ein bisschen, wo sie wütend war. Na, nennen wir es so. Mach hier keinen Ärger. Ach, ich doch nicht. Ich hasse Warten. Ah, da bist du ja. Wina hat zwar gesagt, dass du sofort wieder fit bist, aber ich war skeptisch. Hoffentlich hatte sie auch mit der Behauptung, keine Hirnschäden, recht. Na denn? Nachdem du jetzt mit dem internen Neuroamp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Wir schleusen dich bei Infinity Ltd. ein. Jetzt lernt Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen sollte. Er wird sich wünschen, nie vom Dominion-Projekt gehört zu haben. Oh ja, jeden einzelnen Tag, während er im Gefängnis verrottet. Gut, Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity Ltd. beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Option A, du kommst über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Option B, du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal, hatten wir uns für das Option A entschieden. Denn haben wir den Anzug bekommen, ne? Den guten Tarnanzug. Aber dann wird sie ja sowieso sagen, du kannst dich dann immer noch entscheiden. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um mein Schauspieltalent unter Beweis zu stellen. Ich hoffe nur, deine schauspielerischen Fähigkeiten reichen aus. Also je nachdem, welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketingabteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Zweitens, Fei Song-Savans Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens, du musst ihren Prototypen beschaffen, auch aus der F&E-Abteilung. Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Kein Problem, das kriege ich hin. Genau darauf zählen wir. Also, ich habe Ularu ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Fays Computer ausführen musst. Sie erklärt dir die Details. Sobald wir Infinity Ltd. auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Dominion muss geheim bleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen, und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuroamp zu tun hat. Die Öffentlichkeit wird also nie erfahren, dass Infinity Ltd. erfolgreich bei Ryujin geklaut hat. Ja, und was die Öffentlichkeit nicht weiß, macht sie nicht heiß. Bei dieser Technik ist klar, warum ihr kontrollieren wollt, wie sie aufgenommen wird. Aber die Methoden sind mir zuwider. Würden die Medien ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, würde das nur Panik unter den Menschen verursachen. Es ist essentiell wichtig, das Narrativ zu kontrollieren. Hoffen wir, dass das Programm so gründlich und sicher ist, wie ihr behauptet. Also wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken. Sofern deine Begleitung also nicht buchstäblich eins mit den Schatten werden kann, solltest du vielleicht besser allein gehen. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren lassen kann. Du kennst ihn ja bestimmt noch von Cydonia. Infinitys Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und sie ein Riesenproblem haben. Wenn der Druck zu sehr ansteigt, kommt es in allen Stockwerken des Gebäudes zu Gaslecks, wodurch automatisch ein Evakuierungsalarm ausgelöst wird. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Na gut, ich ziehe es in Erwägung. Ich rate dir dringend dazu, ihn einzusetzen. Für Stolz ist das die falsche Mission. Du musst nur eines beweisen.
dass du den Auftrag erledigen kannst. Du bekommst außerdem einen Dienstanzug. Das macht es ihnen schwerer, dich zu entdecken. Diese Anzüge sind eigentlich den ranghöheren Agents vorbehalten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Anzug hin oder her, sie werden nicht merken, dass ich dort war. Genau darauf hoffen wir. Wenn du das hinkriegst, bin sogar ich beeindruckt. Wenn du das Overseer-Programm ausgeführt und den Prototypen sichergestellt hast, musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. Gib ihm notfalls genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Das wird das Highlight der Konzerna-Geschichte. Ja, und wir lehnen uns entspannt zurück und sehen zu. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Ich bin bereit. Viel Glück und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Vermassle das nicht, Skylar Lumen. Okay, gut. Jetzt gehen wir aber einmal zu Dalton. Hoppala. Nee, hier muss ich lang. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Alle hops. Hast du das Programm? Hier, tu, was du tun musst. Mit Vergnügen. So, lass mich mal sehen. Ah, die Entschlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Das ist genau, was wir brauchten. Diesem Code nach hatte Ularo vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masako mit Lucas zusammenarbeiten. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity LTD geladen worden. Masako soll sogar Lucas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Erst Imogen, jetzt Masako. Ularo nutzt andere nur als Sprossen ihrer persönlichen Karriereleiter. Niemand ist sicher. Ich werde die nötigen Dateien von dieser Slate kopieren und dir eine neue geben. Das Original muss als Beweis gegen Ularo unangetastet bleiben. Alles klar. Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularos Verrat. Gut, dann knöpfen wir uns Ularo vor. Sie verdient alles, was auf sie zukommt. Und mehr. Ularo wollte also Masako belasten und dafür das Overseer-Programm verwenden? Genau. Und hättest du das Programm nicht zu mir gebracht, hättest du selbst diese gefälschten Beweise bei Infinity eingeschleust. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularo eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masako ausstrahlt. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Okay, begib dich nach New Atlantis. Ja, dann begeben wir uns dahin, dann kann ich gleich nochmal ein bisschen was verkaufen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir Infinity LTD wirklich gut... Naja... infiltrieren können. Bezweifeln tue ich das auch. Das letzte Mal hat das auch nicht ganz so gut geklappt. Da bin ich ja dann nachher auch durchgelaufen, durch die ganzen Geschütze. Deswegen jetzt sollten wir dann wirklich Sarah dann auf Warteposition setzen beim Schiff. Hey, können wir auf die Chunks diesmal verzichten? Mein Magen dankt. Jo, kriegen wir hin. Hast du noch nicht genug von mir? Warte kurz hier. Na gut, aber mach schnell. So. Wir sind wie Pech und Schwefel. Ausrüstung? Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. Ja, und zwar kriegst du nochmal ein Luxusgüter.
Nämlich einmal den Tarnanzug im Gänze. So. Das heißt, sie müsste dann hoffentlich das jeweils auch ausrüsten. Ich zähle die Minuten bis zu unserem Wiedersehen. Okay, gut. Weil an und für sich, ich brauche ihn jetzt nicht. Ich habe, wie gesagt, eigentlich durch die Fähigkeiten mit Stealth und ähnlichem hoffentlich genug Stealth-Power. Kann ich dir irgendwie helfen? Und das, was mir so ein bisschen bitter ausschlägt, ist halt, naja, Ding hat halt keine Schadensresistenzen. Und, oh, hier sind noch gar keine Händler-Credits drin. Das ist aber nicht so gut. Keine Händler-Credits heißt kein Geld. Kein Geld heißt... Du wirst beim Betreten der Stadt gesehen. Ja, ich muss mal gucken, dass wir hier vielleicht beim... Okay. Ich vergesse immer ihren Namen. Bei der UC-Händlerin. Nochmal kurz ein bisschen was verkaufen. Was meinst du? Du musst auf die... So, na, müssen eh ins Geschäft. Ins Geschäft. District einmal. Also es ist ja nicht allzu weit weg. So, jetzt muss ich in die Richtung hier. Na, mal gucken, ob wir das mit der Empfangshalle da wirklich durchziehen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gestärkter, was Ringe und ähnliches angeht. Mal gucken. Aber vorher... Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Ja. Oh, selbstverständlich. Ja, sie hat schon wieder ein bisschen Kleingeld. Komm, ich kaufe noch mal ein bisschen Munition mit ein. Munition dürfte doch gar nicht so verkehrt sein, oder? Muss ja nicht viel Munition sein. Hauptsache ein bisschen wieder. Gerade die MI immer. Ach, siehst du, die Elbe hätte ich beinahe vergessen. So, verkaufen aus. Wir haben hier noch jede Menge Anzüge. Wir haben noch jede Menge Rucksäcke. Wir haben jetzt noch jede Menge Waffen. So, die 5 Cutter kann ich jetzt alle weggeben. Die gebe ich nicht weg. Ja, die kann ich auch wegmachen. Bei der war ich ja echt am Überlegen, aber komm, die... Oh, du hast nur noch so wenig. Ja, komm, dann kriegst du hier noch die Kraken, die Kleine, und dann passt das. Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Wir kriegen mittlerweile ordentlich Geld für unsere Waffen. Das passt. Das sollte auf jeden Fall öfters mal wieder helfen. So, gut. Aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle, bevor wir hier nochmal den Eintritt einsetzen, einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.